Die verheerende Flut, die letztes Jahr auf Kerala in Indien traf, hat fast das gesamte Land verschluckt. Als die Flut langsam zurückging, waren die Einwohner der Küstenstadt Ponani ziemlich überrascht, als sie sahen, wie ein schmaler Sandstreifen entlang des Strands aus dem Wasser ragte und das Meer praktisch entzweigeteilt hat. Dieser Sandstreifen zieht viele Touristen an und obwohl das ziemlich gefährlich ist, wollen sie die 500 Meter Strecke ablaufen, bevor der Sandstreifen wieder von der Flut erfasst wird. Dieses Naturphänomen ist bis heute ein Rätsel. Einige glauben, dass der weggeschwemmte Sand eines naheliegenden Flusses zu diesem Sandweg führt. Das Land Kerala ist auch noch für ein anderes Mysterium bekannt. Kodinhi, ein abgelegenes Dorf im Malappuram-Bezirk in Kerala, lässt viele Wissenschaftler ratlos. Dort werden nämlich jede Menge Zwillinge geboren. Es wird geschätzt, dass es mehr als 450 Zwillingspaare im Dorf gibt, obwohl dort nur 2000 Familien leben. Während landesweit im Durchschnitt nur 9 Zwillinge auf 1000 Geburten kommen, sind es in Kodinhi 45 Zwillinge auf 1000 Geburten. 2016 machte sich ein Team aus Wissenschaftlern verschiedener Einrichtungen auf den Weg, um sich dieses seltsame Phänomen zu erklären. Das Team entnahm den Zwillingen Speichel und Haarproben, um etwas über die DNA zu erfahren. Aber es kam zu keinem schlüssigen Ergebnis. Einige Harry Potter Fans sind der Meinung, dort mehrere rothaarige Zwillingspaare gesehen zu haben, die alle Weasley heißen, aber das will ich bezweifeln. Wenn wir schon bei seltsamen Städten sind, dieses scheinbar langweilige Örtchen heißt Kalachi und liegt in Kasachstan. 2013 konnten die Einwohner nicht anders, als ständig einzuschlafen, während sie ihrem normalen Leben nachgingen. Ich meine, ich düse auch mal im Bus oder mache ein Nickerchen bei einem Picknick im Park. Aber diese Leute fielen ganz plötzlich und manchmal über mehrere Tage in den Schlaf, als sie spazieren waren. Immer mehr Anwohner waren in diesem Zeitraum von dieser Schlafkrankheit betroffen. Der Gesundheitszustand, die Luftqualität der Stadt sowie das Essen und das Wasser wurden aufs Genaueste untersucht. Aber trotzdem gab es keine Hinweise auf irgendwelche Abweichungen. Erst 2 Jahre später, 2015, wurde das Rätsel gelöst. Die Behörden bestätigten, dass hohe Konzentrationsmengen Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoff aus den naheliegenden Uranminen den Sauerstoffgehalt in der Stadt rapide senkten. Die Stadt veranlasste deshalb eine Umsiedlungsaktion und ich bin echt froh, dass die Leute wieder gesund und vor allem munter sind. Mitte der 80er Jahre entdeckte ein Sporttaucher vor der Küste Japans das Yonaguni-Monument. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind sich einig, dass die Konstruktion tausende Jahre alt ist. Doch sie können sich nicht entscheiden, ob sie natürlich oder menschengemacht ist. Sollte es sich als antike Stadt herausstellen, stehen wir vor einer neuen Frage. Was für eine untergegangene Zivilisation hat sie gebaut und wie ist sie auf dem Grund des Meeres gelandet? Der 2006 eröffnete Unterwasserskulpturenpark in Grenada ist mehr als nur eine seltsame Statue. Es ist eine ganze Stadt aus lebensgroßen Menschenskulpturen. 26 Kinder, die sich an den Händen haltend in einem Kreis stehen und der verehrte Berichterstatter sind die berühmtesten. All das soll helfen, das Riff zu schützen. Doch die Bedeutung jeder Statue ist offen für die eigene Interpretation. Die Georgia Guidestones sind eine Sammlung riesiger Steine in einer Sternanordnung. Darauf stehen in 8 Sprachen Anweisungen für die Postapokalypse, darunter Hindi, Chinesisch und Swahili. Auch ein astronomischer Kalender gehört dazu, der 1980 fertiggestellt wurde und jahrhundertelang hält. Niemand weiß, wer und wieso all das gebaut hat. Ein Denkmal für den außerirdischen Aljoscha ist die Touristenattraktion Nummer 1 in der russischen Anomaliezone Molebka. 1983 beobachtete ein Geologe ein leuchtendes Objekt über dem Wald und fand kurz darauf perfekte runde Kreise im Schnee. Die Alien-Skulptur ist so groß wie ein durchschnittlicher Mann und wurde 2011 aufgestellt. Die berühmten Steinköpfe der Osterninseln gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Niemand weiß genau, wieso sie gebaut wurden. Manche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen glauben, die örtliche Bevölkerung schrieb den Statuen eine befruchtende Wirkung auf die Erde zu. Analysen des Bodens zeigten, dass die Köpfe gute Arbeit leisten. Es ist der fruchtbarste Fleck auf den Inseln. Im Jahr 1812 bezahlte ein englischer Farmer aus unbekannten Gründen einen örtlichen Maler dafür, tonnenweise Erde von einem Hügel zu entfernen und die Konturen mit Kreide zu füllen. Der Maler floh mit dem Geld, also musste der Bauer ein zweites Mal zahlen, um das Alton Barnes White Horse fertigzustellen.
Vor ungefähr 11.000 Jahren bauten einige unfassbar begabte Handwerker ohne jegliche Städte oder Metallwerkzeuge in der heutigen Türkei Göbekli Tepe. Wie sie es geschafft haben, Kalksteinblöcke zu behauen und zu heben, die dreimal so schwer sind wie ein T-Rex und was genau sie symbolisieren, ist bis heute nicht bekannt. Carhenge ist das schrägste Wahrzeichen von Nebraska. Sein Erbauer hat das echte Stonehenge studiert und zur Ehrung seines Vaters seine eigene Version aus Autos geschaffen. Manche Wagen stehen wie Monolithen aufrecht, andere bilden Torbögen. Als er gefragt wurde, wieso er all das getan hat, antwortete der Schöpfer der Konstruktion: Wieso nicht? Eine weitere Stonehenge-Kopie wurde 2007 am Grund des Lake Michigan gefunden. Dort befinden sich eine Gruppe von Steinen in einem Kreis sowie Schnitzereien eines Mastodons. Dieses Ungetüm ist vor über 10.000 Jahren ausgestorben, also muss die Schnitzerei älter als das sein. Der genaue Standort wird geheim gehalten, also viel Glück beim Suchen. Im Jahr 2018 erlebte Osteuropa ein ebenso schönes wie gruseliges Naturspektakel. Diejenigen, die Ende März in Bulgarien, Rumänien, Russland oder der Ukraine Ski gefahren sind, fuhren unter einem rot gefärbten Himmel die orangefarbenen Hänge hinab. Verwirrt und aufgeregt beschrieben die Menschen dieses Erlebnis als Spaziergang auf dem Mars oder Skifahren durch Sanddünen. Aber so mysteriös dieses Phänomen auch erscheint, es hat eine enttäuschend einfache Erklärung. Sponsor der außerirdischen Landschaft war ein starker Sandsturm, der aus der Sahara-Wüste kam. Dieser Sturm hatte Staub, Sand und Pollenpartikel mitgebracht, die den Schnee orange färbten. Interessanterweise ist es kein einmaliges Naturphänomen. Meteorologen sagen, dass orangefarbener Schnee mindestens einmal alle 5 Jahre die Länder Osteuropas bedeckt. So wurden 2007 drei Regionen Südsibiriens und Russlands mit öligem, hellorangenem Schnee bedeckt. Ich denke, auch hier gilt die übliche Regel. Man sollte nicht nur keinen gelben Schnee, sondern auch keinen orangenen oder generell keinen farbigen Schnee essen. Ich sag ja nur. Eine der häufigsten Ursachen für Waldbrände sind Blitze bei einem Gewitter. Aber hast du auch schon mal von einem Flächenbrand gehört, der ein Gewitter verursacht hat? Also jetzt hast du davon gehört. Es geschah am 11. Mai 2018 unweit von Amarillo, Texas. Das supermächtige Malatfeuer schuf eine massive, dichte Wolke hoch in der Luft. Seine Hitze verursachte auch so ein heftiges Gewitter, bei dem Tonnen von 2,5 cm großen Hagelkörnern 100 Kilometer entfernt in Wheeler County, Texas, niederprasselten. Anfang Mai 2018 wurde in New England eines der furchterregendsten und gefährlichsten Phänomene aller Zeiten beobachtet: ein Super-Langstreckentornado. Dieses beängstigende Naturphänomen begann unweit von Charleston, New Hampshire und zog in Richtung der Stadt Webster in Merrimack County. Es dauerte 33 Minuten, bis der Tornado 58 Kilometer zurückgelegt hatte, und es war der drittlängste Tornado in New England. In der ersten Januarwoche 2018 war das Wetter im Nordosten der Vereinigten Staaten so ungewöhnlich kalt, dass der Atlantik in North Falmouth, Massachusetts, gefroren war. Außerdem war der Ozean so tief gefroren, dass die Menschen auf den Wellen spazierten. Okay, das ist offensichtlich etwas, das man nicht jeden Tag sieht. Vom 20. bis 21. Februar 2018 erlebten die Menschen im nordöstlichen Teil der USA eines der außergewöhnlichsten Wetterereignisse. Es war eine Hitzewelle. Ja, im Februar. Tatsächlich war es die beeindruckendste Winterhitzewelle seit Beginn der offiziellen Wetteraufzeichnungen im 18. Jahrhundert. Zum Beispiel in Fryeburg, Maine, zogen die Menschen ihre Mäntel aus, nachdem die Temperatur auf verwirrende 21 Grad Celsius gestiegen war. In Fitchburg, Massachusetts, zogen verwirrte Menschen Sandalen an, als sie die Außentemperatur von 27 Grad sahen. Dasselbe geschah in Harrisburg, Pennsylvania, wo die Temperatur 28 Grad erreichte, und auch in Wells, Maine, wo das Thermometer 25 Grad zeigte. Im Jahr 2010 wurden 400 Kilometer westlich des Nils, wo die Sahara so trocken wie eh und je ist, versteinerte Fische gefunden. Diese zufällige Entdeckung ließ Wissenschaftler vermuten, dass es dort, wo heute die Sahara ist, Wasser gegeben haben muss. Also führten sie geologische Untersuchungen in diesem Gebiet durch. Und diese lieferten unerwartete Ergebnisse. Sie fanden Beweise für etwas Riesiges unter dem Sand. Und es war nicht Teil eines Meeres. Mehrere Monate lang forschten sie mit GPS-Geräten an Land weiter. Später, als alle Bodendaten gesammelt waren, haben die Wissenschaftler einen Blick auf das Gebiet von einem Satelliten ausgeworfen. Was sie entdeckten, war verblüffend.
Sie fanden heraus, dass es ein riesiges Becken unter der Wüste gab und ein kleineres in der Nähe. Entlang der Ufer dieser Becken waren schon vorher uralte menschliche Siedlungen gefunden worden. Und nun hatten die Forscher endlich eine Antwort, warum sich genau an diesen Orten Menschen niedergelassen hatten. Dort gab es einen See von beeindruckenden Ausmaßen. Insgesamt über 110.000 Quadratkilometer Süßwasser. Etwa halb so groß wie der Lake Michigan. Weitere Untersuchungen ergaben, dass der See durch die Überflutung des Nils vor etwa 250.000 Jahren entstanden war. Das Wasser sprudelte in die Senke im Land und hörte nicht auf, bis sie vollständig gefüllt war. Der Grund für dieses Ereignis könnte Regen gewesen sein. Du musst wissen, zu dieser Zeit war das Klima in Afrika viel tropischer und starke Regenfälle waren ziemlich häufig. Der riesige See ließ die Gegend blühen und sowohl Tiere als auch Menschen lebten und gediehen an seinen Ufern. Natürlich muss man mit dem berüchtigsten der Zwölf beginnen. Auch als Teufelsdreieck bekannt, hat der Bermuda-Vortex jahrhundertelang nichts Gutes getan. Ich bin sicher, du hast von den Vorfällen mit den Schiffen Rosalie und Alan Austin im 19. Jahrhundert gehört. Ersteres wurde unbemannt und dennoch unbeschädigt aufgefunden. Letzteres fand das havarierte Schiff, schickte ihre Besatzung herüber, um es zu überprüfen, und eben diese Besatzungsmitglieder verschwanden. Die Liste der verlorenen Schiffe und Flugzeuge ist lang und wächst stetig weiter. Also, was ist los in diesem Gewässer, das Miami, San Juan und die Insel Bermuda verbindet? Abgesehen von den paranormalen Theorien von Wurmlöchern in einer anderen Dimension und Toren zur Unterwelt, ist dieser Fleck aufgrund von Methangas sehr neblig, was es Reisenden manchmal unmöglich macht, etwas zu sehen und die Navigation ebenfalls erschwert. Keine Spur zu hinterlassen, ist jedoch immer noch eine unbeantwortete Frage zu diesen Verlusten. Diese Megalithen waren eine Begräbnisstätte des Xing-Reiches, einer der ältesten Zivilisationen auf diesem Planeten. Die Megalithen sind eine architektonische Anomalie, die zeigt, wie fortschrittlich diese Menschen für ihre Zeit waren, in der wir keine Technologie hatten, um stabile Konstruktionen zu bauen. Nun, wisst ihr, mit alten Begräbnisstätten fangen die Dinge an, unangenehm zu werden. Wer diesen Teil der Sahara überfliegt, kommt bis heute oft nicht zurück. Außerdem drehen sich die Kompasse wie verrückt und die Elektronik beginnt an dieser Stelle zu wackeln. Zeugen haben berichtet, dass es von einer schweren und dunklen Aura bedeckt ist, die man sofort spüren kann, wenn man diesen Bereich betritt. Diese archäologische Stätte in Pakistan geht auf die Indus-Tal-Zivilisation im Jahr 2500 vor Christus zurück. Wie in Algerien war diese Gesellschaft aus irgendeinem Grund überraschend fortschrittlich, wenn es um Gebäude und Stadtplanung geht. Das Seltsame ist, dass niemand weiß, was den Menschen in dieser Stadt ein Ende bereitet hat. Überreste wurden gefunden und es sah fast so aus, als wären alle auf einmal umgekommen. Theorien besagen, dass es sich um eine Naturkatastrophe, eine bewaffnete Invasion aus einem benachbarten Reich oder sogar um wütende, gewalttätige Gottheiten handeln könnte. Leider wissen wir es nicht genau. Weiter östlich entlang derselben Nordlinie kommen wir in Japan an, wo sich das Drachendreieck, auch das Teufelsmeer genannt, befindet. Das Erstaunlichste an diesem Vile Vortex ist, dass es eine Unterwasserstadt gibt, die als Japans Atlantis bezeichnet wird. Und wieder sehen wir diese Anomalie der alten Zivilisation, die eine unglaublich präzise Architektur schufen. Tief unter dem Meer findest du Tonnen von Steinmonolithen, die mit perfekten 90-Grad-Winkeln geschnitten wurden. Aber zieh deinen Tauchanzug noch nicht an. Aufgrund der Tatsache, dass alle Arten von Flugzeugen und Schiffen im Bermuda-Dreieck des Pazifiks verschwunden sind, hielten es die japanischen Behörden für zu gefährlich